Habt ihr schon einmal von der Boston Tea Party gehört? Wenn nicht, es war nicht so spaßig, wie es sich im ersten Moment anhört. Wir sind im Jahr 1773 in Amerika, um genau zu sein, in Boston. Die Amerikaner und die Briten sind zu dieser Zeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Die Amerikaner wollen Teil der britischen Regierung sein und auch Entscheidungen für ihr Land treffen können. Den Briten passt das aber gar nicht und sie wollen die Aufständischen durch verschiedene Steuern in Schach halten. Zu diesen Steuern gehören die Briefmarkensteuer oder auch Stamp Act genannt und die Teesteuer. Die Amerikaner finden dieses Vorgehen nicht fair und organisieren, dass keiner mehr den britischen Tee kauft. Die Briten, die auf das Geld angewiesen sind, senken die Steuer wieder, was den Amerikanern aber auch nicht passt. Sie fühlen sich hintergangen, da sie noch immer nicht im Parlament repräsentiert werden. Also stürmen 50 Amerikaner, verkleidet als Ureinwohner Amerikas, ein britisches Handelsschiff und werfen die komplette Ladung Tee über Bord. Insgesamt sind das 45 Tonnen. Dieser Akt der Rebellion leitet neben anderen die amerikanische Revolution ein.